Hallihallo, Hallöle und willkommen zurück bei BroContra Germany. Heute geht es bei uns um Maridan Lemon Tea. Maridan ist relativ neu auf dem Markt. Eine Marke von Shisha Sky. Vielen Dank fürs Zusenden. Genau, vielen Dank dafür. Drei Dosen haben sie uns zugesendet. Und zwar den Lemon Tea, den Peachy Ice Tea und den Tingle Tangle. Genau, Tingle Tangle kennen wahrscheinlich schon die meisten von euch. Geruch von Lemon Tea. Ich finde, er ist. Man riecht klar eine Lemon gut raus. Aber ich finde, er hat immer einen seltsamen Beigeruch. Was ist denn eh los? Also, viele, die ich jetzt schon gesehen habe, also gehört habe oder die gesagt haben, wie der schmecken soll, haben gesagt, er soll so ein bisschen nach diesem Pulvertee schmecken. Ich bin aber der Meinung, so schmeckt er gar nicht. Also er schmeckt wirklich eigentlich, man riecht dran. Man hat wirklich diese Zitronennote, aber man hat auch diese Teenote. Also wirklich, als hättet ihr euch einen Zitronentee aufgebrüht und den dann schön abkühlen lassen und dann schön mit Eis. Im Glas natürlich. Mit einem Strohhalm. Und einem Schirmchen. Und einem Schirmchen. Also geruchlich finde ich das Ganze sehr geil. Wenn nicht sogar zu sagen, sehr, sehr geil. Nein, finde ich gut, dass das nicht so eine Eiszitrone oder so eine Zitrone-Minze ist. Also mir gefällt dieses Zitronen-Tee-Gemisch echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte mal was Cooles hier zu den Dosen sagen. Die sind hier unten so, haben hier unten so eine Einkerbung, genau wie oben am Deckel. Ihr könnt die also richtig geil übereinander stapeln, ohne dass sie runterfallen oder sonst was. Und ihr habt hier, wie von manch bekannten Herstellern, so ein frische Deckel. Finde ich sehr, sehr geil. Bleibt der Tabak auch sehr, sehr feucht. Also ihr könnt den Tabak ohne Probleme in der Dose lagern. Das ist gar kein Problem. Preislich liegen wir da bei 150 Gramm bei 14,90 Euro. Preis ist okay. Preis ist definitiv okay. Also die Sorten, die ich bis jetzt geraucht habe, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich gebe auch hier für den Lemon Tea. Also geschmacklich ist das Ganze genauso wie im Geruch. Also man hat wirklich diese Zitrone. Was man dazu sagen muss, also ich habe den vorher probiert, den 5-Loch-Tonkopf, den und den Peachy Eistee. Und ich fand die da nicht so gut. Und da habe ich gesagt, hier, Jay, probier du mal. Und er hat sich da mal mit Shisha Sky auseinandergesetzt und die meinten, Hotshot RT. Oh, da die haben sie mal im Hotshot, da geht das voll klar. Habe ich getan, hat funktioniert, schmeckt einwandfrei. Tabak kriegt von mir eine Probier- und Kaufempfehlung. Mir gefällt das sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, ich schließe mich da an. Also ich finde, vom Geschmack her ist das auch wirklich so in einen schönen Lemon-Tee rein und nicht so Eistee-mäßig, wie es 10.000 andere Hersteller schon haben. Das ist irgendwie was anderes. Finde ich gut. Und vor allem super geil passend, wenn man hier so schön am Pool chillt oder so, ist das ein richtig geiler Tabak. Schön für den Sommer. Obwohl, es eigentlich auch ein All-Day-Tabak. Also ich kann ja auch... Ich könnte den auch jeden Tag rauchen. Sommer, egal, Winter, Herbst, Frühling. Egal ob bei 2 Grad oder bei 30 Grad. Richtig. Der geht eigentlich geht der immer klar. Setup ist eine Magic Class Hurricane mit Hotshot RT, Phoenix und 3 Latour-Gold. Black Kokos. Das war's von uns. Kaufempfehlung ist raus. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst ein Like da, schreibt ein paar Comments. Was weiß ich, ihr seid blöd oder sowas. Wie ihr gerne Bock drauf habt. Schneidet die Haare. Oder sowas. Bleibt nichts weiter zu sagen wie, außer jedem Review. Bleibt geschmeidig.